der Kilian und ich bin daher gekommen, weil ich eine breite Holz ausgenommen habe. Ich bin der Andreas Haunsberger, bin 30 Jahre alt und ich unterrichte jetzt da am Holztechnikum das vierte Jahr. Ich darf da in der Schule alle Fächer, die mit Holz da haben, unterrichten. Ich bin selber da in die Schule gegangen und habe da die HTL abgeschlossen und darf da jetzt halt im Prinzip mein Wissen, was ich da gelernt habe und was ich auch dann in der Praxis gefestigt habe, an die jungen Schüler und Schülerinnen weitergeben. Ich bin in der 3B in der HTL. Wir bauen da gerade Platten zusammen, beziehungsweise die Leisten draufleimen. Und ich bin in der Schule, was einfach super ist und weil Holz einfach die Zukunft ist. Das ist der Mikkel Jakobsen, ich bin der Quirin und wir haben ein Abschlussprojekt gemacht und wir sind in der vierten Fach und wir besuchen den Holzbauzweig im Holztechnikum Kuchl. Ja, und das ist wie gesagt unser Abschlussprojekt und das machen wir für das Altersheim in Mauerkirchen. Und das ist eine Gerätehütte für dort quasi für die Gartengeräte von den Altersheimen.